Heute gibt es von mir ein neues Format. Und zwar mache ich mal einen Motovlog. Wir sind gerade unterwegs im schönen Italien. Und unser Ziel ist das Motorradparadies Sardinien. Mit dabei sind mein Bruder und mein Vater, die gerade beide vor mir fahren. Wir wollen heute noch die Alpen hinter uns lassen, dann morgen Abend unsere Fähre in Genua ablegt und uns nach Olbia auf Sardinien bringt. Angereist sind wir gestern über den Jaufenpass, wo noch mächtig Schnee lag und die Temperaturen nur knapp über Null waren. Jetzt genießen wir aber erstmal den ganzen Pass, die Landschaft und die Kurven und geben ein bisschen Gas. Magno angekommen. Das Wetter ist jetzt viel besser. Die Straßen sind auch endlich trocken und haben richtig Grip. Selbst die Sonne schaut hin wieder mal durch die Wolken. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon eine ganze Weile unterwegs. Deswegen nehmen wir jetzt den Pass noch mit. Machen oben dann erstmal eine kleine Snackpause. Oben angekommen, nahmen wir uns die Zeit, die Schönheit der Natur zu bewundern und uns mit ein paar leckeren Keksen zu stärken. Um diesen unbezahlbaren Augenblick für immer festzuhalten, machten wir noch ein paar Fotos und entschieden, nicht mehr länger rumzutrödeln und endlich weiter Richtung Idrosee zu fahren. Komm weiter, oder? Die GoPro noch mal rausgeholt, weil das hier einfach ein mega geiler Pass ist, wenn ich euch das nicht vorenthalten wollte. Ich weiß nicht genau den Namen, aber definitiv noch mal ein. In der Nähe vom Gardasee. Relativ schmal. Wirklich viel Spaß zum Fahren. Von der Luft extrem geil. Ich denke, schauen, ob ich die anderen noch einholen. Einfach ohne Sinn und Verstand. War es für mich überhaupt kein Problem, die beiden innerhalb kürzester Zeit einzuholen. Wir haben uns dann in der Nähe des Gardasees eine Unterkunft gesucht und erst eine leckere Pizza gegessen. Was jedoch am nächsten Tag passiert ist, stand bei keinem von uns auf der Liste. So, wir haben die Alpen hinter uns gelassen und finden uns jetzt an einem viel schöneren Ort. Wir sind in einer Objektivgarage hier.
Leider regnet es aktuell ein bisschen und wir warten jetzt noch, ob sich die Lage vielleicht ein bisschen bessert. Genau, wir haben jetzt ungefähr 240 Kilometer Strecke noch vor uns bis nach Genua. Ich glaube, das sollte entspannt, sollte möglich sein. Tja, das Wetter ist nicht wirklich besser geworden. Deswegen mussten wir die Zähne zusammenbeißen und im Regen losfahren, wie man uns so einen schicken Regenkombi sehen kann. Bis jetzt ging es allerdings auch nur ziemlich monoton schnurgerade aus. Aber hier gehen schon endlich wieder die Kurven los. Der Regen hat auch aufgehört. Jetzt muss nur noch die Straße trocknen. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr geile Gegend hier. Hier in so einem kleinen, romantischen, relativ dünn besiedelten Tal unterwegs. Der SS 45 Richtung Genua. Echt aus irgendwie wie in Kolumbien oder so hier. Da sind sie doch. Doch die nächste Herausforderung ließ nicht lange auf sich warten. Muss man da irgendwas anklicken? Inserto Banknoto. Also rein damit. Zwei, oder? Geht was? Ne? Fängst du kurz rein? Aber war das wieder rausgekommen? Inserto Banknoto? Oh Gott, das ist kompliziert. Der nimmt meinen 20er nicht. Du musst den ganz nach rechts schieben. So rum muss man reinschieben. Ach, ganz nach rechts, unter den Schlitz? Nein, nicht unter den Schlitz. Jetzt geht's, glaube ich. Oh. Diese verdammte italienische Technik. Ich glaube, jetzt geht's. Ja, jetzt hat. Nummer 2. So, romantisch vollgetankt. Warst du schon? Das war's schon. Für 20 Euro kriegt man gerade mal 11 Liter. Einen halben Tag. Nach unserem Tankstopp ging es weiter mit kurvigen Bergstraßen und malerischer Landschaft. Doch unser Flow nahm ein jähes Ende. Was ist denn hier los? Oh Gott.
Kack. Warum haben wir eigentlich die Regenkombis noch an? Keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall der Hafen. So, nach einer extrem anstrengenden Fahrt durch Kiel haben wir es endlich geschafft, am Hafen anzukommen. Und im Hintergrund sieht man auch unsere Fähre. Wir warten jetzt gerade noch, dass wir reinfahren dürfen. Momentan fahren noch die ganzen LKWs rein. Und dann trinken wir erstmal ein Bier auf dem Schiff. Wir nehmen es auf. Push of the Ofen. So, jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir sind hier auf der. Wie heißt das Boot nochmal? Keine Ahnung, wie es heißt. Life Jackets. Auf die gute Fahrt bisher. Prost! Das war Teil 1 unseres Sardinia Specials. Wenn es euch gefallen hat, schaut euch gerne auch Teil 2 an und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.